Ja, ein herzliches Willkommen hier von Spa in Belgien. Mit dabei natürlich auch der Fangamer. Grüß euch. Ja, Belgien. Nicht zu unserer Strecke. Du nur ausgefallen, ich siebter und ausgefallen. Das ist eine Statistik, die nicht ansehnlich ist für uns, so wie wir gerade vorne mitfahren. Vor allem ich, der ein bisschen doch Druck verspürt, muss ich jetzt sagen. Dann geh aufs Klo. War ich, aber der Druck wird nicht weniger. Was? Was war's? Alter, ich habe den Barmer ja nicht einmal berührt, gescheit. Ich habe den überholt, habe aber nichts gespürt, dass ich kollidiert wäre mit ihm und habe jetzt eine Strafe und bin zurückversetzt worden. Ja, ich habe schon einen Platten. Und das in Einführungsrunde. Ja, ich... Ah, Alter, das packe ich jetzt nicht. Den habe ich überhaupt nicht berührt, Alter. Oh. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu knapp. Na gut, läuft auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich nicht so leicht jetzt. Da kommt die Mauer nach. Oh. Das kann mir auch nicht passieren. Sag das nicht. Die Runde ist auch so lang. Das habe ich jetzt noch gerade da zart. Was ist ups? Ich habe den nicht gesehen. Ich habe Hülkenberg zerlegt. Da hat kein Reifen. Was? Das 5 Plätze Kriegsstrafe mit Palmer? Ich habe den nicht einmal berührt. Und 5 Plätze mit Hülkenberg, das sind 10 Plätze. Das heißt, wenn ich Erster wäre, bin ich Elfter. Oha, Scheiße. Was, du hast zwei Platz? Strafen auf einmal gekriegt? Oh. Ja, zuerst Hülkenberg und dann Palmer. Ich hänge in der Box. Der Palmer, Alter, den habe ich auch nicht berührt. Nein, ich muss in die Box! Nein! Du Fixkind, wenn du das jetzt machst. Zurückfahren würde ich nicht, weil sonst wirst du disqualifiziert. Nein, das habe ich da schon mal gemacht. Ich fahre nicht noch eine Runde mit so einem. Da ist die Box. Na, schon wieder. Er setzt mich immer genau auf diese geschissene Stelle ab, wenn die Box nicht ist. Ja, das mal passiert, dann bin ich zurückgefahren weiter und das war's dann. Dann bin ich disqualifiziert worden. Also fahr lieber durch. Na, ist besser. Hab's geschafft. Okay. Ist eh wurscht. Sollen wir noch 5 Plätze geben, ha? Wenn ich 6 habe, bin ich 16 da. Dann solltest du schauen, dass du 18er bist, weil du sagst, der 18er Platz ist auch immer gut für dich. Aber es ärgert mich, den habe ich nicht einmal berührt, glaube ich, Alter. Alter, wann hört denn da mal die Runde auf? Du hast auch eine Kriegsstrafe? Zum ja. Schlusslitzer? Ja. Palmer. Ja, aber ich bin dann extra aus dem Weg gefahren. Ich habe den nicht. Ja, vielleicht gestriffen hat er mich, aber das ist nicht nur meine Schuld. Das ist eine Gerade, da kann man ausweichen. Der hat ein Lenkrad, der Typ. Boah. Boah, das war abkürzt. Bist du deppert? Okay. So, das war eine geschissene Zeit wahrscheinlich. Auf höchstem Niveau natürlich. Geschissene Zeit? Ah, okay, geht sich trotzdem aus. Die Reifen sind schon abgefahren. Palmer vor mir. Aufpassen, gell? Alter, haben wir ein geringes Regenrisiko.
Ja, Spa, es ist nicht meine Strecke und ich. Ist der Druck einfach da? Es sind 9 Punkte. Ich dachte, es sind viel mehr Punkte. Warum habe ich mir so einen Blödsinn eingebildet? Ja, man muss aber sagen, 9 Punkte auf Platz 5. Auf Platz 6, Entschuldigung, Platz 6. Und Vorgabe ist eigentlich Platz 6, das heißt, du wärst eigentlich drinnen, auch wenn es derweil Arsch läuft. Vorgabe ist Platz 6 in der Konstrukteur, ja, Platz 5, Einzel, 5 und 6, 1 also, besser. Ach so, 1 besser. Okay, ich dachte Platz 6 auch in, Nein, Platz 5 und 6. Ja, sonst lass mal ruhig, dann wäre das 50 Punkte oder so. Das, dann fahre ich nur mehr an irgendwo. Das war jetzt 5, das knapp. Das sind 9 Punkte. Das sind 9 Punkte, ja. Ich bin schon Vierter. Alter, fahr vorbei. Oh. Shit, Alter. 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 Na. Ich hasse mich. Alter, bin ich jetzt dran was? Schuld? Nein, ich wollte nur. Scheiße, jetzt bin ich mit der Box vorbeigefahren. Ah, ich hab den Wagen jetzt nicht unter Kontrolle gehabt. Ich auch nicht. Oh! 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 Ist alles in Ordnung? Alter. Sag uns bitte, ja, ich glaube, bevor wir in das Rennen starten, möchte ich noch meinen Vertrag jetzt offenlegen bei Toro Rosso. Und zwar bieten sie mir einen 2-Jahres-Vertrag. Pole Position. Sechster. Und ist hier. Ja, aber leider Rückreihung. Ja, 2-Jahres-Vertrag, davon muss ich einmal in die Top 10 und einmal in den Top 5 einzeln. Im Team muss ich bei beiden Rennen, also bei beiden Saisonen in den Top 5 gesamt sein, also Teamwertung. Komm ich auch, ja. Und dann kommt das Beste, wenn ich das alles schaffe, dann winkt mir fix ein Vertrag bei Red Bull. Ein fixer Vertrag? Ein fixer 2-Jahres-Vertrag bei Red Bull. Ich meine, wahrscheinlich auch mit Ziele, aber ich kann dann automatisch zu Red Bull wechseln. Und habe einen 2-Jahres-Vertrag. Cool, ich habe nur ein Angebot dann von Red Bull. Oh shit, Alter. Weißt du, was euch ist? Was? Wir mögen Belgien eh nicht. Was gibt's noch Geschisseneres? Belgien in Regen. Ja, das habe ich eh schon gewusst. Darum habe ich mir gedacht, dass ich noch so an hinten bin. Na, ich habe nur. Ich weiß jetzt einzeln nicht mehr. Ich glaube aber auch 5, ob das zweite Platz 10 ist. Weiß nicht, 2 Jahre. Ja, 5 Konstrukteur in beiden Jahren. Aber ich habe dann nur ein Vertragsangebot in Red Bull. Ich muss mir das dann nochmal durchlesen, aber. Sie, nachdem sie mir hingeschrieben haben, 2 Jahre Vertrag bei Red Bull, nehme ich an, dass das fix ist. Da kommt es gefährlich mal. Oh. Scheiße, irgendwann muss man sich einreihen wieder. Oh mein Gott! Jetzt habe ich nichts, Maxi. Alter, Scheiße. Na, ich bin draußen. Oh, jetzt hat's mich so zerlegt. So bist du draußen? Ich bin an den Schleudern gekommen. Ich habe mich mit Schleudern abrennen können. Oh, Scheiße. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Also. Ja, so wird das nix. Scheiße, Alter. Alter, jetzt ist der Wagen auf einmal ausgebrochen. Obwohl die Geschwindigkeit Button nicht... Button gewinnt! Yes! Du bist mein Held. Button. Mein Held. Keine Punkte. Oh mein Gott. Oha, Groschau Vierter. Glückssponsor des Jahres, Alter. Ja, Button Vierter Sieg.
Der 9. McLaren-Sieg und das ist natürlich für die Konstrukteure auch souverän einfach. Ja, hier hat man alles Glück der Welt, es verändert sich eigentlich gar nichts. Bei den Einzelwertungen. Ist man nur mal hinter dem Red Bull Racing Team. Ja, McLaren hat dadurch auch ausgebaut. Ja, das war's mit dieser kurzen Folge. Hat noch voriges Jahr gewonnen. Belgien, muss man jetzt dazu sagen. Läuft. Ist ja nicht so bei McLaren. Aber schön. Na gut, dann sehen wir uns beim nächsten Rennen in Monza. Oh. Macht's es gut. Ciao. Ciao, Papa.